Willkommen aus Brasilien! Heute heißt die Begegnung Niederlande gegen Mexiko! Der Gruppenerste der Gruppe B gegen den Gruppenzweiten der Gruppe A! Ja. Die Niederlande ist hier auf dieser Position, weil sie Spanien im ersten Spiel besiegt haben und bislang jedes Spiel Spaniens gewonnen haben. Bei den Mexikanern. Ich bin der Dennis vom Kanal Memo 610 und Ihr Spielkommentator. Die Mexikaner mit einem puren Unentschieden durchgekommen, also da sind andere Teams schon deswegen ausgeschieden. Das erste die Nationalhymne der Niederlande. Anschließend kommt die Nationalhymne von Mexiko. Ja, dann hoffen wir mal auf ein sehr interessantes, spannendes Spiel. Oranje ist Favorit dieses Spiels. Der Schiedsrichter kommt aus Sudan. Viele Experten tippen hier auf einen 2:1-Sieg der Niederländer, weil sie alleine schon immer irgendwie 2:1 gewonnen haben und nun mal wieder 2:1 gewinnen sollten. Mexiko ja halt mit einem einzigen Tor im ersten Spiel. Das 1:1 im ersten Spiel gegen Kamerun hat denen eigentlich überhaupt geholfen, hier zu sein, weil sie in allen anderen Spielen nichts auf die Reihe gekriegt haben. Also, deswegen heute die Niederlande Favorit, spielt dann in einer Woche gegen den Sieger der Partie zwischen Gruppe D Ersten und Gruppe C Zweiten. Schauen wir mal, wer das sein wird. Los geht's, Oranjes, wie der Name schon sagt, in Orange. Oranjes, auch die Mannschaft der niederländischen Nationalmannschaft genannt. So wird sie auch genannt. Mexiko in Grün. Robben. Setzen die gleich den Niederländer hier sehr frühen Punkt. Rotmann verliert den Ball gegen Medina. Peña. Rotmann. Rotmann will es hier alleine machen anscheinend. Lance. Lance, schön geflankt, aber nicht viel hingekriegt. Blind. Zu Snyder. Janmaat lässt durch. Und die Möglichkeit in Hornerloch gerade so rausgefischt. Den hat er gerade noch so rausgefischt. Am Anfang hat er gedacht, ach, der Ball geht dran vorbei. Und dann kurz davor hat er gesehen, der geht doch nicht dran vorbei. Ecke Snyder. Ja, Van Persie. Und die Möglichkeit drin ist er. De Jong, Nigel De Jong trifft in der 10. Minute. Niederlande führt mit 1:0. Ja, Van Raal, der kann sich freuen. Der wird ja in der nächsten Phase der Weltmeisterschaft nicht mehr niederländischer Nationaltrainer sein. Super Flanke. Van Persie kriegt den Ball nicht so richtig verwertet, aber De Jong mit einem schönen Schuss, mit einem schönen Volley, zieht er den rein. Und Führung Niederlande. Zehn Minuten rum. Und die Europäer führen. Das ist Montes. Kriegt Mexiko gleich die Antwort gelegt. Ah, Form hält den Ball. Da haben ja schon viele gesagt, na, Torhüter vielleicht mal auswechseln, weil in jedem Spiel ein Gegentor kassieren ist auch nicht gerade das Beste. De Jong. Ja, verliert den Ball. Medina. Ja. Ja, das nach vorne. Medina. Wieder rausgespielt. Der war im Abseits, war? Habe ich jetzt von hier nicht gesehen? Ja, war im Abseits, haben sie gut gewartet, die Verteidiger.
dass er hier nicht zur Chance kommt. 20 Minuten rum, Niederlande führt. Snyder. Das ist De Jong. Wird zurück, aber der verliert den Ball. Jetzt die Kontermöglichkeit. Hernandez. Hernandez. Und Medina! Große Kontermöglichkeit für Mexiko und sie ist nicht gelungen. Da müssten die Niederländer jetzt ein bisschen aufpassen. Sonst fangen sie sich den noch. Und dann ist hier alles wieder auf Jan Maat. Ja, ist er nicht mitgelaufen. Der van Persie. Jetzt vielleicht Lance. Ja. Jetzt scheinen die Niederländer so ein bisschen unkonzentriert hier zu sein. Und das könnte natürlich auf vieles auswirken. Das könnte auch auf ein Gegentor auswirken. Hernandez. Ja. Blätter wird gut gedeckt. Jan Maat. Snyder. Nein. Mal schauen, wohin der Ball. Natürlich, die Konzentration muss hoch bleiben. Cortez, Peña, Medina, Hernandez, Montes, Guardado. Gute Möglichkeit. Ja, den kriegt er. Den holt er sich. Den holt er sich einfach mal von den Beinen des Stürmers. Auch die richtige Möglichkeit, solange er den Stürmer nicht umnockt. Und anstatt den Ball, das Bein nimmt, auch wenn beides mit B anfängt und beides vier Buchstaben hat, zumindest im Deutschen, darf man das nicht verwechseln. Das ist Medina. Montes. Guardado. Montes. Ja, gute Möglichkeit. Peña. Leit holt sich den Ball. 2 Minuten Nachspielzeit vorbei angezeigt. Jung. Und vorbei. Hier haben wir ein 1:0 der Niederländer. Die nach dem 1:0 relativ unkonzentriert wirken. Die Mexikaner haben es aber noch nicht genutzt, diese Unkonzentriertheit in Tore umzumünzen. Schauen wir uns mal die Highlights an. Ja, der Ball, der eigentlich aus der Sicht des Torhüters eigentlich schon im Aus war. Und dann der passende Eckball, der dann saß. Und so steht es hier 1:0. Mexiko halt dann geantwortet auf die Unkonzentriertheit der Niederländer, aber halt nicht mit Toren, sondern mit Torschüssen. Von daher, zweite Halbzeit, los gehen sie. Die zweiten 45 Minuten, ja. Mexiko weiter in den Grün, die haben ihr Trikot nicht währenddessen getauscht, und die Niederländer in Orange, haben auch nicht ihr Trikot getauscht. Mexiko jetzt von links nach rechts, Achtelfinale, dritte Begegnung. In Forza Letza wird dieses Spiel gespielt und der Ball geht ins Aus. Der Sieger dieser Begegnung darf in einer Woche wieder ran, nämlich am 5. In den Sieger der Gruppe 1, Erster gegen C, Zweiter, der Sieger dieser Partie spielt gegen den Sieger dieser Partie. Aktuell wäre es die Niederlande. Das andere spielt ja Gott sei Dank nicht parallel. Eigentlich auch nicht sehr nett, also das mit dem Parallelspielen, aber naja, man kann sie ja nie zweiteilen, ne? Rotmann. Robben. Snyder. Anscheinend sind sie jetzt wirklich konzentriert in die zweite Halbzeit reingekommen. Jan Maat. Robben. Ach. Boah, ein Schüsschen. Zumindest für Robbens Verhältnisse. Ah, sehr gut durch. Peña. Ah, jetzt sind sie natürlich alle wieder mitgekommen. Ja, fast direkt ablegen können in die Mitte und dann. Aber
Von hier oben sagt man das ja so leicht. Snyder. Lance. Klein zurück, Lance. Van Persie. Flanke, aber die ist ausgeköpft worden. Mexiko am Ball. Die haben jetzt, die Mexikaner haben jetzt nur noch 25 Minuten Zeit. Jetzt vielleicht die große Chance. Hernandez. Hernandez kommt, drin ist er. 68. Minute, Hernandez trifft. Mexiko ist zurück im Spiel. Wie schon zur Halbzeit gesagt, das kann bestraft werden, so leichtsinnig spielen. Jetzt flinkes nach vorne spielen, Hernandez macht ihn Ausgleich. Damit haben beide noch die Chance innerhalb der nächsten 21 Minuten die Führung zu erzielen und somit dann noch das Türchen zur Viertelfinaleinzug zu schießen. Natürlich, sie haben auch noch die Verlängerungszeit, aber na, wer mag schon Verlängerung? Snyder. Wieder rausgelegt, Robben. Jan Maat. Gute Flanke, kommt auch super an! Und los! Mit dem bedrohlichen Kopfball, der aber leider direkt auf den Mann ging. Gibt Eckball für die Niederlande. Wechsel, Snyder raus, von der Fahrt rein. Paletta raus. Und Dos Santos rein. Ecke Robben. Der kann das ja. Das haben wir eben auch schon gesehen. Und ja, das ist gut, Mann. Ja. Haben sie wahrscheinlich dasselbe vor wie an Anfang dieser Begegnung. Auch per Eckball getroffen. Ja, Foul. Was? Ja, näher, gibt keine Karte. So geht das nicht weiter. Und noch ein Mast. Dann kriegst du von mir eine Vermahnung oder sogar noch mehr. Wechsel den Montes raus. Zavala rein. Ein Freistoß, Mexiko. Wow. Kein Ableger gefunden, ne? So, beide Teams haben noch 13 Minuten in der regulären Zeit. Van Persie. Ausgespielt, blind. Oh, Van der Vaart kommt nicht ran. Robben. Ah, schaut, wohin der Ball gehen kann. Ah, rausgeköpft. Jan Maat. Möglichkeit, Van Persie! Wenn sie so weiterspielen, könnte der 2-1-Sieg doch noch kommen. Nächster Wechsel. Na, Doppelwechsel. Das heißt, die Niederlande hat alle Wechselkontingente ausgeschöpft. Noch 7 Minuten der regulären Spielzeit. Das ist Hernandez. Die Niederländer stehen ja schon fast auf einer Reihe da hinten. Cassie. Und Van Persie. Van der Vaart. Jan Maat. Wieder zurück, Van Persie. Jan Maat. Schön in den 16er. Und nein! Wieder nichts! Cassie. Mit der Möglichkeit. Aber der Ball geht doch deutlich dran vorbei. Hat er nicht so, hat er wahrscheinlich ein bisschen anders geplant gehabt. 2 Minuten noch. 2 Minuten noch, dann geht's in die Verlängerung. Wir haben zwar Tore gesehen, aber wir haben keinen Sieger gesehen. 3 Minuten Nachspielzeit. Also beide haben noch 3 Minuten Zeit in der regulären Zeit. Das 2-1 zu machen. Ich würde mich festlegen, wer hier das 2-1 macht, der hat gewonnen. Van der Vaart.
ist Jan Maat. Robben. Ah, vorbei. Das war zu viel für den Schiedsrichter. Hier haben wir ein Unentschieden. 1-1, damit geht es in die Verlängerung. Beide dürfen noch mal 30 Minuten Nachschlag kriegen. Die Highlights dieser Begegnung bislang, ja, der Treffer von De Jong hat gesessen. Und dann die Mexikaner. Halt, haben sie es versucht. Sie haben es halt versucht. Sie haben es aber eben nicht hingekriegt, diesen Treffer. Bis dann doch in der zweiten Halbzeit Hernandez mit einem super Sprint es geschafft hat, ran vorbeizukommen und damit den Ausgleich zu erzielen, was den Niederländern zumindest den Backkick gegeben hat, dass sie wieder zurückkamen ins Spiel, aber eben nicht das Tor gezielt haben und somit in die Verlängerung müssen. Ja, hoffen wir mal, ob das ist jetzt schon mal genauso bleibt wie eben. So, Verlängerung, ja, sowas hatten wir ja auch schon mal. Wer hat hier die größeren Kraftreserven? Wer kann jetzt hier diesen 2-1 Schlusspunkt setzen? Natürlich geht es 30 Minuten, aber ich würde mich immer noch festlegen, wer hier das zweite Tor erzielt dieser Partie, also für sein Team das zweite Tor erzielt, ja, der ist im Viertelfinale. Der darf am 5. im Viertelfinale spielen. Und kann weiterhin hoffen auf die Trophäe. Auf die Trophäe und sich Weltmeister 2014 nennen. Zumindest man kann sich Hoffnung machen. Vielleicht spielt auch keiner dieser beiden Teams im Finale. Vielleicht sehen wir andere noch. Keutsch auch eingewechselt, der hat mittlerweile auch schon in der Defensive gespielt, also das ist ziemlich überraschend. Kassi. Ah, es ist Kersti, der zu De Jong passt. Robben. Macht er wieder eine bedrohliche Flanke. Er spielt weit raus. Und bedrohliche Flanke, ja, von Kersti kann sie aber nicht verwerten. Geht weiter in 1-1. Das ist Van der Vaart. Los. Van der Vaart. Jan Maat. Ja, Van der Vaart. Flanke vielleicht. Flanke und den köpft er gut raus. Das sie. Van der Vaart. Den man auch mittlerweile überall sieht. Möglichkeit von Persi. Geht nicht zurück, will den alleine anscheinend machen. Lance, Jan Maat, hängen da am 16er fest. De Jong, alle Mexikaner mittlerweile im 16er drin. De Jong, raus, einfach raus mit dem Ball und damit die zweiten 15 Minuten. Ja, erstmal sammeln, jetzt erstmal eine Taktik finden. Schon in einer anderen Verlängerung hat dieses Taktikfinden sehr viel gebracht. Man hat sich erstmal überlegt, wie kann man das denn machen? Okay, es hat später nicht durch das reine Spiel die Entscheidung gegeben. Und vielleicht ein bisschen durch das taktische Sitzen, durch das taktische Überlegen nach, was kann man denn jetzt machen? Ne, beide Teams. Stark die Niederländer halt. Jetzt in der ersten Halbzeit der Verlängerung besser gewesen. Haben bloß nicht das Tor gemacht. Diesen entscheidenden Treffer. Da die Mexikaner das nicht so ganz hingekriegt haben. Der Torschütze wird ausgewechselt. Hernandez raus. Jiménez rein. Ja, die Mexikaner haben das Ding halt den 16er blockiert. Niederlande nicht offen gelassen, aber das ist auch völlig ihr Recht dazu. Jetzt vielleicht gleich die Möglichkeit für Mexiko. Und der Pass war, glaube ich, gut gedacht, aber irgendwie, ja,
Da war keiner dann da, ne? Beide haben ihr Wechselkontingent komplett ausgeschöpft. Das heißt, die Spieler, die jetzt auf dem Platz sind, die müssen gegebenenfalls ins Elfmeterschießen. Die Möglichkeit für Mexiko. Kenia. 7 Minuten noch. Dann geht's ins Elfmeterschießen. Klassi. Raus. Janmaat. Für Klassi. Nee. Da kommen sie nicht dran vorbei an der Verteidigung. Mexikaner alle weit hinten stehend. Die wollen hier dieses Elfmeterschießen. Die wissen, dass der niederländische Torhüter bislang keine sichere Figur in dieser Weltmeisterschaft getragen hat. Da gab es schon deutlich bessere. So, jetzt ist der letzte Angriff der Niederländer. Coit kommt mit nach vorne. Das ist eigentlich Stürmer. Coit. Raus. Rüber. Robben, aber den Krefeld abgefangen. Und Moreno. Und vorbei. Hier sehen wir auf jeden Fall ein Elfmeterschießen. Jetzt muss entschieden werden, welcher Schütze wann den Elfmeter schießen muss. Und welcher wann nicht. Dann hoffen wir mal auf ein spannendes Elfmeterschießen. Also 120 Minuten haben nicht das Ergebnis gebracht. Ja, das ist jetzt pure Nervenstärke. Wer von den Teams hat jetzt die Nerven, ein Elfmeterschießen zu machen? Wer von diesen beiden Teams muss den Kürzeren ziehen? Und wer hat es besser? Also, die Niederländer fangen an. Van Persie. Drin ist er. Der sitzt. Jetzt Jiménez. Sitzt da. Ausgleich. Coit. Eingewechselt in diesem Spiel. Verschießt. Den kriegt er. Den kriegt er. Also Mexiko jetzt im Vorteil. Drin ist er. Mexiko führt. Robben jetzt mit der Möglichkeit. Zum Ausgleich. Robben in die Mitte. Dos Santos. Kann er die Führung wieder für Mexiko holen? Dos Santos drüber. Den zimmert er gegen die Latte. Damit ist der Ausgleich. Jetzt 2:2. Van der Vaart. Macht ihn in die Mitte. Medina jetzt die Möglichkeit zum Ausgleich für Mexiko. Schießt ihn auch in die Mitte, den kriegt er aber. Das heißt jetzt, wenn der trifft, ist das Spiel vorbei und die Niederlande geht ins Viertelfinale. Er läuft an und trifft. Mexiko scheidet im Elfmeterschießen gegen die Niederlande aus. Ja, die Mexikaner enttäuscht, traurig. Schockiert. Die Niederlande gewinnt dieses Spiel und geht ins Viertelfinale. Was ja auch schon in ein paar Minuten angepfiffen wird, aber gut. Der Elfmeter, der gehalten worden ist, von Robben hier, der Elfmeter, der geschossen ist. Und Dos Santos Treffer gegen die Latte, der wahrscheinlich der entscheidende Treffer ist. Van der Vaart Treffer nochmal. Und der letzte, der Mexikaner. Und der Siegtreffer oben in die Ecke gezimmert. Das war's von mir. Bis zur nächsten Begegnung und adios.